wie ihr das seht jetzt als pure Zuschauer oder auch als Leute, die selber YouTube betreiben. Schreibt das bitte dazu. Bitte schreibt Kommentare. Ich will Motivation. Es ist halt einfach eine Riesenmotivation, wenn man Kommentare bekommt, und das ist Fakt, muss man sagen. Weil kein, ich glaube echt, kein YouTuber würde YouTube machen, wenn man kein Feedback bekommen würde oder keine Kommentare. Ich meine, nicht so stark wie heute. Wie jetzt. Nicht wie heute, wie jetzt. YouTube läuft. Vielleicht ein paar Einzelne, aber viele, viele nicht. Es gibt ja leider immer mehr Leute, die mit den Gedanken YouTube anfangen, mal, ja, damit Geld zu verdienen oder damit ja sogar leben zu können. Da frage ich mich manchmal echt, ob denen eigentlich bewusst ist, wie gering diese Chance ist, damit man so eine Reichweite, so eine Aufmerksamkeit auf YouTube hat, damit man davon leben kann. Frage ich mich echt mal, ob die Leute das überhaupt wissen oder ob die denken, das ist einfach, ja, hier, zack, zack, ne, ganz einfach. So. Wird dann noch kurz fertig. Ich weiß leider nicht mehr, was ich reden soll. Na, ich denke mal, ich werde jetzt bald, nach dem Video zum Beispiel oder in der Früh. Also, ich nehme jetzt zurzeit immer nachts auf, weil in den Ferien habe ich meinen Schlafrhythmus meistens immer so umgestellt, damit ich nachts auf bin, tagsüber schlaf. Ja, kann man als Vor- und Nachteil sehen, wie man es will. Ich sehe es auf jeden Fall als Vorteil, weil ich habe einfach meine Ruhe. Das muss man einfach mal sagen. Erst seit jetzt, wo niemand da ist. Ja, ich denke, ich werde dann so gegen 4, 5 Uhr noch ein Video machen und das dann gleich hochladen zum Thema. Schreibt mal Gesprächsthemen, damit ich über irgendwas reden kann. Ja. Und ich meine, schon wieder das Thema. Das sind halt diese kleinen Teile, die einem YouTuber immer wieder sagen, ja, die Leute wollen das sehen. Den Leuten gefällt das, was du machst. Und die Leute gucken das auch. Immer dieses kleine, wenn es halt Kommentare kommt, ja, red doch mal darüber, so, das würde mich interessieren, oder ich würde eine Meinung dazu interessieren. Das zeigt dann halt immer wieder, damit ja, die Leute sich eben über Videos freuen, sag ich mal, oder? So, ne? Und das ist eben auch wieder ein Hauptmotivationsgrund. So. Wie viel passt da denn noch rein? Oh, das könnte knapp werden. Aber ich habe aber die meisten großen Sachen jetzt schon. So, und ich weiß jetzt auch nicht mehr, worüber ich reden soll. Keine Ahnung. Das sind immer so gerade Themen, die einem gerade so einfallen. Und dann redet man darüber und verfängt sich da drin und denkt sich dann danach die ganze Zeit, oh Gott, ich habe doch jetzt irgendwas Falsches gesagt. ja. Was kann ich noch reden? Also, was ich Kommentare geschrieben sollte, habe ich gesagt, dass ich jetzt gar echt keine Ahnung mehr. Ich meine, was soll ich denn jetzt groß noch? Ich könnte jetzt über Space Engineers reden, aber was soll ich darüber sagen? Ne? Was kann ich über Space Engineers sagen? Das ist eine gute Frage. Naja, Space Engineers. Lohnt sich zu kaufen? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ne? Eben, welche Art von Spielen man mag. Wenn man jetzt eher so, ja, eher so, also wenn man Weltraumspiele mag, dann, das ist schon mal gut. Und Simulationen, denke ich. Ich denke, das ist so ein, ja, Weltraumsimulation sehe ich Space Engineers an. Und also es kann wirklich viel Spaß machen. Es kann aber auch teilweise echt frustrierend sein, wenn man einfach nichts hinhauen will. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, Space Engineers ist kaufenswert. Für mich. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Ich meine, ich habe mir das echt schon lang vorher gekauft. Ich habe das echt jetzt auch schon Monate. Und habe es nie gespielt. Aber
War ein Fehler. Weil das Spiel ist echt gut. Muss ich sagen. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das einfach so jetzt ohne Aufnahme spielen würde. Einfach aus dem Grund, es macht meiner Meinung nach mit Aufnahme viele Spiele interessanter und spannender. Auch ein großer Grund, warum ich YouTube mache. Einfach weil... Naja, wenn ich jetzt hier ohne irgendwas zu sagen, ne, die ganze Zeit hin und her fliegen würde und einfach nur das machen würde, ich glaube, mir würde echt schnell langweilig werden. Ich meine, klar, manchmal wird er nicht langweilig, manchmal wird er langweilig. Ich denke, mir würde langweilig werden. Deswegen lieber mit Aufnahme. Und ich denke, es ist auch ein gutes Spiel zum Let's Play. Also, wird ganz gut ankommen, denke ich. Ich denke natürlich, SMP wird am besten ankommen. Ich mache SMP und das hier gleichzeitig, weil es natürlich wieder auf Life a Dream. Und ich muss mir das gerade mal vorstellen, wie das jetzt ist, wenn ihr das in der Zukunft hört. Weil, naja, wenn, was ich jetzt sage, das hört ihr vielleicht erst in ein oder zwei Wochen. Und naja, da kommt das komisch, wenn ich sage, ja, das kommt ja gleichzeitig und so. Ich meine, das habt ihr inzwischen ja alles ausgewonnen. Das ist recht so viel, wie ich jetzt aufgenommen habe, bestimmt schon ein paar Stunden. Oder ein, zwei Stunden, denke ich. Deswegen ganz wahrscheinlich komisch. Also, ja, es kommt ja gleichzeitig und... Oh, nochmal gleichzeitig. Und... das gibt's nicht, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Ich denke, SMP wird auf jeden Fall wieder viel mehr Aufrufe bekommen, weil das ist einfach das Projekt von meinem Kanal. Muss man sagen, SMP, Life a Dream. Ist bis jetzt immer am besten angekommen. Ja, ich muss sagen, die Spiele, die ich jetzt in nächster Zeit spielen werde, sind noch die Spiele, die in meinem Kanal am besten angekommen sind. Das sind halt die Spiele, die ich jetzt noch als pausiert in den Playlists stehen habe. Die jetzt beende, die werden auch nicht mehr weitergehen. Außer es ist ein ausdrücklicher Wunsch da von mehreren Abonnenten, aber ich denke nicht. Und das sind auch die am besten gelaufen sind. Also Eurotruck wird jetzt, wenn ich es schaffe, als drittes Video täglich kommen, also dann drei Videos täglich. Weiß ich aber allerdings noch nicht, ob ich es schaffe. Und, ach scheiße, ich bin da schon lang voll. Ich sollte nicht so viel reden. Ach doch, ist gut, wenn ich so viel rede. Und das läuft immer schön dazu. Ich sehe als ein Video als wirklich gut laufend an, wenn ich alle paar Folgen einen Kommentar bekomme. Und so um die 20 Aufrufe habe. Dann sehe ich als ein Projekt als gut laufend an. Weil das ist gut für meinen Kanal. Also für meinen. Nicht gut für meinen Kanal, sondern gut für meine Verhältnisse. Na, ich denke, ihr habt das schon verstanden. Ich wollte halt nur jetzt. Dafür sorgen, damit man nicht gut für meinen Kanal, also im Sinne, es ist gut dafür, für den Kanal, damit er wachsen kann und so, sondern damit gemeint ist, dass es gut für die Verhältnisse in meinem Kanal ist. Ja, das war auch bei SMP, so, ich habe jetzt gerade die Aufrufe nicht genau im Kopf, aber das waren auch immer so um die 20 bis 30 Aufrufe, also Life of Dream. Und ja, sonst... Ich bin schon wieder voll. Ich denke einfach nicht mehr dran. Und sonst eben auch FSX, was ich denke, ich am Wochenende, wenn es hinhaut, immer bringen, eine Stunde oder so. Also ein wirklich langer Part, dann eben für die Leute, die auf die Art solcher Spiele die Art solcher Spiele mögen. So, jetzt habe ich mich irgendwie abselt. Ist klar. Weil ich denke, für die anderen wird das zu langweilig. Und da werde ich mir dann auch immer schön ein Gesprächsthema zurecht.